Jubel Fitzonga und Feliciano Lopez warten auf ihre Gegner. Glücksfeen bei der Auslosung sind Ulrike Pfaffmann von BMW, Dr. Angela Dierheimer von Atlantic Lux, Turnierdirektor Patrick Kühnen und Tennislegende Niki Pilic. In der ersten Runde haben die vier topgesetzten Spieler bei dem BMW Open bei Atlantic Lux Freilose. Quälen müssen sich erst einmal die möglichen Zweitrundengegner, wie Lokalmatador Tommy Haas. Tommy Haas, ich wünsche, dass Tommy gewinnt. Ein paar Matches er brauchen. Er hatte so viele Verletzungen und für ihn war fantastisch, wenn er kann ein, zwei Matches gewinnen. Tommy Haas gegen Micha Berre, ja, wird ein interessantes Match werden. Beide sind mit der Wildcard im Feld und es ist natürlich eine rein deutsche Partie, die sicherlich auch viele Fans finden wird. Und ich bin gespannt, wer die Partie für sich entscheiden kann. Der Gewinner kommt dann gegen Jovil Fritzonga. Auch dann ist da ein weiter leckerer Bissen geboten. Ja, es bleibt spannend bei uns. Spannend erst einmal die Frage, wer hinter den noch leeren Zeilen mit dem Q zwischen den bereits zugelosten Gegnern steckt. Genau, die Qualifikanten wie Dustin Brown, die noch auf den Plätzen um ihre Chance kämpfen und zwischendurch die Autogrammjäger beim stärksten Tennisturnier Bayerns glücklich machen. BMW Open ist ein sehr, sehr starker Turnier und freue mich, also wirklich freue mich auf so viele gute Spieler und ich sage, wer gewinnt hier, muss ein sehr guter Tennis spielen. Die BMW Open stehen eigentlich dafür, die BMW Open bei Atlantic Lux, dass wir immer nationale Spitze hier haben, tolle deutsche Tennisspieler verbunden mit der internationalen Spitze, insofern passt das hier sehr gut und wir sind sehr zufrieden. Wer schon bei der Auslosung Sonne satt und 30 Grad bieten kann, darf sich auch freuen. Die Turnierfavoriten wie Mikhail Juschny können es bei diesen Temperaturen im Training noch locker angehen lassen. Und auch die Zuschauer am Auftaktwochenende genießen neben Tennis bereits das wieder einmal wunderbar familienfreundlich gestaltete Iphitos Clubgelände mit Ständen zum Mitmachen oder einfach nur zum Anschauen. Etwas mehr Arbeit als gewohnt haben die Platzpfleger bei dieser Hitze.